Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitzlection Second Light. Hier spielt wieder eure Neko und Shiu möchte etwas für Kokoro kochen zum Dank. Und ja, da gehen wir direkt hier in die Küche. Und schauen mal, aber ich denke mal, wir müssen das kochen. Tut ihr Bestes, um eine Hilfe zu sein. Soll anscheinend Tamagoyaki machen. Braucht ein bisschen mehr Cool Sand hier. So, als erstes wählt man einen Charakter aus. Kann anscheinend nur Ao nehmen. So, und anscheinend bekommen wir immer irgendwelche Extras, je nachdem, wer als erstes oder wer der Vorkocher ist sozusagen. Und die anderen helfen ihr aus. Was ist es? Ich habe mich gerade an etwas erinnert, als ich meine Hände bewegt habe. Hast du was dagegen, wenn ich noch eine Sache mache? Ich habe jetzt die Kaffee-Erinnerung erhalten. Anscheinend müssen wir sich immer an irgendwas erinnern, damit wir es zubereiten können. Zum Glück haben wir alle Zutaten. Ich immer, ist das egal? Warum soll ich hier... Also auf jeden Fall Milch. Wasser und Sauer. Machen wir mal Wasser und Sauer. Einmal Kaffee hergestellt. Kaffee, hä? Huh? Nicht das, was ich erwartet hatte. Zuerst habe ich gedacht, ich mache ihr etwas zu essen. Aber dann kam mir das in Erinnerung. Kam dir zurück in Erinnerung? Ja, also dann, lass es uns Kokoro zum Probieren geben. Aber jetzt hat sie nicht Utsubo, sondern Kokoro gesagt. Vielleicht hat sie wirklich was Gutes erinnert. Okay. Was wirst du schicken? Miss Kokoro Utsubo, Miss Kokoro Utsubo. Das hört sich lustiger an. Was ist los, Ao? Kannst du zum Werkraum wirklich schnell kommen? Es ist Ao is calling you. Ja, okay. Frau Ao ruft dich herbei. Bitte komm so schnell es geht zum Werkraum. Das ist hier förmlich ja ein Spaß. Macht das jetzt spaßig bei ihr einfach? Okay.
ich bin hier. Shiho-chan, wo ist denn auf der Tour? Shio, was habt ihr beide vor? Anna. Komenasai. Watashi, anata no koto o oboete inakute. Es tut mir leid, dass ich mich nicht an dich erinnere. Nein, ich sollte diejenige sein, die sich entschuldigt. Ich habe dich ignoriert. Der Gedanke daran, dass jemand, für den ich so viel fühle, mich ignoriert und mich nicht erinnert, war... Es war unerträglich. Aber ich selbst habe mich erst kürzlich an dich erinnert. Es war nicht fair von mir, mich so zu verhalten. Und um es zu erwähnen, ich bin bestimmt diejenige, die dich hierher beschworen hat. Du hast mich hierher beschworen? Ich kann es nicht genau sagen. Aber als du erschienen bist, habe ich mir gedacht, ich möchte dich sehen, ich vermisse dich. Wenn ich diejenige bin, die dafür verantwortlich ist, dass du aus deinem Leben gerissen wurdest und all deine Erinnerungen verloren hast und jetzt hier bist, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ertragen könnte. Ich war so erleichtert, als ich jemanden meinen Namen rufen hörte. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich die Einzige in dieser Welt. Ich habe gedacht, dass sich niemand an mich erinnern wird. Ich war so verängstigt und alleine. Aber du warst da und du hast dich an mich erinnert. Also, danke, Utsubo-san. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Shio-chan. Deswegen wollte ich das hier für dich zubereiten. Um mich dankbar zu zeigen. Kaffee? Kaffee? Würdest du ihn probieren? Ja, natürlich. Ich war mir nicht sicher, ob du ihn schwarz magst oder... mit Milch oder Creme oder Zucker. Was würdest du bevorzugen? Amai no de.
Mach es so süß, wie du kannst. Natürlich. Oh, das war so lecker. Du bist großartig, Shio. Vielen lieben Dank. Ich verstehe es selbst nicht wirklich, aber es war so, als würde mein Körper ganz von alleine die Sachen zubereiten. Ich wusste genau, was ich machen muss, um eine leckere Tasse zuzubereiten. So, als ob ich es schon einmal getan hätte. Dieses Geräusch, Kokoro! Ja, es ist bestimmt. Shio Kasugas Herzensort ist jetzt verbunden. Was hat diese Nachricht zu bedeuten? Herzensort? Was? Das letzte Mal ist so etwas passiert, als Kokoro über ihren Geheimversteck geredet hat. Dein Trigger muss Kaffee gewesen sein. Also wenn wir dorthin gehen... Ja, lasst uns hingehen und es auschecken. So, wir sollen Shios Herzensort betreten. Die Schule können wir... Ach, da können wir auch spezielle Set-Effects mit den Personen freischalten. Anscheinend ist das ein Set-Effekt mit verschiedenen Sachen, wenn man die herstellt. Ich brauche dieses Dirty Claws, aber die kann ich, glaube ich, nicht herstellen. Ich brauche Cool Sand und wer gibt mir Cool Sand? Anscheinend keiner, wer weiß, wo wir den herbekommen haben. Wir gucken uns natürlich erstmal Kokoros Herzensort an. Nicht Kokoros, Shios. Rena, Yuki! Hey Mädels, hier drüben. Schaut euch das an. Es ist anders als letztes Mal. Es strahlt. Oh, mein Telefon schellt wieder. Hallo, hallo, hier ist jedermanns Liebling Resource. Ihr habt einen neuen Herzensort geöffnet, hä? Huh? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, wir haben diesen Namen erfunden, weißt du? So ist es leichter für euch, es zu verstehen, oder? Außerdem ist es ein süßer Name und ich möchte ihn benutzen. So nervig wie immer.
Ihr müsst nur euren Ort wechseln und schon seid ihr in Mrs. Shios Herzensort. Was meinst du damit, unseren Zielort wechseln? Seht ihr das Schiffslenkrad da? Wenn ihr es dreht, könnt ihr die Welt wechseln, die ihr besuchen wollt. Habt einen guten Ausflug. Ach, dafür ist das Rad. Ich denke, das muss das Steuerrad sein. Was macht ein Steuerrad hier überhaupt? Es ist immer hier gewesen, nicht wahr? Keine Ahnung, wer es dorthin gestellt hat. Du meinst, es ist also von Anfang an ein Teil dieser Welt gewesen? Aber wer hat es hergestellt und wieso? Keine Ahnung. Alles, was wir tun können, ist, es zu drehen und in Shios Herzensort zu gehen. Mein Herzensort. Was ist los? Utsubo-san, hattest du keine Angst? Ich habe Angst. Dieser Herzensort ist eine Welt, die von meinem Herzen kreiert wurde, nicht wahr? Wenn ich diese Welt betrete, könnte das einen negativen Effekt auf mein Herz haben? Und was, wenn da drinnen ein Teil von mir ist, den ich lieber verstecken würde? Was, wenn ihr etwas Schreckliches da drinnen seht von mir? Um ehrlich zu sein, ich hatte ein wenig Angst. Aber ich wollte wissen, was passiert ist, bevor ich meine Erinnerungen verloren habe. Und mehr über diese Welt herausfinden, für Ao. Und ich habe das hier niemandem erzählt, aber... Ich war neidisch auf Ao. Was? Auf mich? Ich habe mir gedacht, dass du so dringend nach Hause möchtest. Da hast du bestimmt etwas sehr Wichtiges, was dort auf dich wartet. Dass du wichtige Erinnerungen und Leute hast, auf die dort auf dich warten. Darauf war ich neidisch. Deswegen wollte ich meine Erinnerungen zurückbekommen und sie allen zeigen. So wie, ich bin die wirkliche Kokoro Utsubo. Ich habe viele wunderschöne Erinnerungen von, die zu mir gehören. Ich hatte keine Ahnung, dass du so fühlst. Nee, Shiho-chan,
Hey Shio, lass uns die echte Shio zusammenfinden. Glaubst du, dass ich auch solche Erinnerungen habe? Ich bin sicher, dass du das hast. Und wenn nicht? Können wir zusammen neue gestalten? Okay, ich möchte gehen. Alles klar. Also, wenn alle bereit sind, lasst es uns tun. Außerdem, was ist mit euch drei passiert? Wir alle haben Nachrichten auf unseren Smartphones plötzlich bekommen. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Das ist alles? Es muss einen Grund dafür geben. Ja, ich denke so auch. Ich habe so ein Gefühl, dass wir den Grund dafür in dem Herzensort finden werden. Jetzt habt ihr einen Ort gefüllt mit den Gefühlen von allen, welcher die eure Herzen auffüllen wird. Ich empfehle euch, alles zu bauen, was euch in den Kopf kommt. Das unsere Herzen füllt, soll das heißen, dass es uns stärker im Kampf macht? Bist du gerade beschäftigt? Ich würde gerne deine Hilfe bei etwas haben. Ja, klar. Ist es das, wobei du meine Hilfe benötigt hast? Ich hab dich nicht angelogen. Nicht genau, aber du hättest es mir zuerst sagen können. Wenn ich das gesagt hätte, wärst du weggerannt und nicht mitgekommen. Das stimmt. Aber nur, weil ich diesen ganzen Kram hier nicht verstehe. Was genau verstehst du nicht? Alles hiervon. Wie konntest du nur so weit schaffen? Wie konntest du es bis jetzt nur so weit schaffen? Das Glück ist mit den Idioten? Unglaublich. Oh nein, ich bin nicht so unglaublich. Das war kein Kompliment. Ich werde dir alles beibringen und mit den Basics anfangen. Och nein. Reagier nicht so wie jetzt. Ich hab's schon die ganze Zeit gedacht, aber... Rena ist wirklich eine coole Person.
楽しければいいやと後回しにすること。Wir anderen denken nur daran, Spaß zu haben. そういったところを全部見抜いて、レナさんは指摘する。Aber Rena stellt sicher, dass wir alle auf dem richtigen Pfad sind. レナさんがいなかったら、この世界での私たちの生活はうまく回っていなかったかもしれない。Ich glaube nicht, dass wir es ohne jemanden wie sie weit hier geschafft hätten. 嫌われるのが怖くない人なんだろう。Sie hat keine Angst davor, dass andere Personen sie nicht mögen. Ich könnte das nicht tun. Okay, ich bin fertig mit allem. Okay, als nächstes haben wir hier dieses Wortproblem. Oh, haben wir nicht genug getan? Wenn du es nicht benutzt, wo es noch frisch ist, wird es nicht hängen bleiben. Rena ist wirklich lieb, die ganze Zeit hier bei mir zu bleiben. Sie bricht alles runter auf leicht zu verstehen Sachen und beantwortet auch all meine blöden Fragen. Du schreibst nicht. Entschuldigung, Ma'am. Und deswegen denke ich, dass Rena cool ist. Ich frage mich, wie sie das hinbekommt. Oh, wir können ein dreifarbiges Lunch jetzt herstellen, nachdem wir mit Rena abgehangen haben. Hier ist auch wieder sowas zum Einsammeln. Irgendwie erscheinen hier auch immer diese grünen Punkte, das sind Materialien, ups, für uns zum Einsammeln. Das ist ein neues pinkes Gras. Und gelbes Gras, okay. Wie gesagt, wir laufen jetzt gerade mal, auch wenn wir uns überall hin teleportieren können. Okay, dafür habe ich keine Verpackung, also kann ich es nicht herstellen. Sieht ja hier, wenn ich Ao nehme, kommt hier unten was hin. Bei Vitalität. Und, weiß ich nicht mehr, kann ich anscheinend leider nicht hier machen. Da fehlen mir anscheinend die Mädels für. Auf dem Gang. Kann ich mit Kokoro auf ein Date gehen vielleicht? Lass uns Shios Erinnerungen zurückholen. Komm schon, wir können es tun. Sollen wir sie auf ein Date bitten? Natürlich. Was für Bücher magst du und liest du? J.A. Novels und andere, Okkultmagazine und andere.
weiß nicht, was das ist. Also ich nehme jetzt einfach mal das. JA Novels, die Bilder und so drin haben. Ja, genau. Die hier, die wurde in ein Anime umgesetzt. Und die Animation und die Action-Szene hier, die war sowas von cool. Schau dich nur an, wie aufgeregt du bist. Wie süß. Entschuldige, ich habe mich etwas mitreißen lassen. Wie sieht's mit dir aus, Kokoro? Was magst du so? Was liest du gerne? Ich lese keine Novellen oder irgendwas in der Art. Am meisten lese ich Fashion-Magazine. Oh, das ist überraschend. Fashion-Magazine, ha? Huh? Nicht das, was ich erwartet habe. Ich hätte nicht gedacht, dass du sowas magst. Weißt du, ich gebe viel ums Aussehen. Oder um Fashion. Jetzt, wo du es sagst, du hast immer Make-up und sowas dran. Versuche zu lesen, welche Genres Kokoro mag. Empfehle ihr deine Lieblingsgenres. Das machen wir mal. Also, wo wir schon hier sind, warum versuchst du nicht JA-Novellen oder Manga? Vielleicht, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich gebe dir ein paar Empfehlungen. Hast du ein Lieblingsgenre? Was für Filme magst du? Vielleicht romantische dann. Okay, in dem Fall vielleicht etwas hier oder vielleicht da drüben. Habe ich etwas Komisches gesagt? Nein, nein, es ist nur, dass du so aussiehst, als hättest du eine Menge Spaß. Ich konnte nicht anders, als zu lachen. Trendflower-Fragment, okay. Solange wir hier Fragmente bekommen und die Mädels aufleveln können, tun wir das natürlich. Haben wir noch so einen Coin gefunden? Ist doch, mit wem können wir hier noch auf ein Date gehen? Schon wieder Kokoro. Ein Getränkeautomat mit Brot drinne. Es gibt beliebte Sorten und welche, die ich noch nie gesehen habe. Was soll ich denn damit? Wir wollen auf das Date. So, wir gehen ins Beachside Café, also ein Strandcafé. Mal schauen, was uns hier auf uns wartet. Hey, warum haben wir kein Shaved Ice, wenn wir hier schon sind? Oh, das hört sich großartig an. Der perfekte Strandsnack. Auch wenn das hier eine Schule ist. Shaved Ice gibt mir immer das Gefühl von Sommer.
Ja, total. Ich kriege es aber immerhin, dass ich einen immensen Gehirnfrost bekomme. Oh, ich hasse das. Ich glaube, ich habe noch nie Shaved Eis gegessen, ohne welchen zu bekommen. Aber du isst es trotzdem? Es ist langsam. Ich habe gehört, es ist, tut nicht weh, wenn du es langsam isst. Also, wenn du es nicht zu schnell isst, willst du keinen bekommen. Aber wenn ich es langsam esse, wird es schmelzen. Das ist wahr. Ich glaube, ich möchte lieber Gedankenfrost bekommen oder Gehirnfrost bekommen. Das gefriert mir das Gehirn ein, als dass ich es schmelzen lasse. Strandcafés haben wirklich eine große Auswahl an Essen, haben sie nicht? Hast du einen Favoriten auch? Ramen, gebratene Nudeln. Ramen! Natürlich Ramen. Ist der Ramen bei Beachcafés so gut? Ja. Nein, ganz und gar nicht. Hä? Ich bin mir sicher, es kommt auf den Ort an, aber überall, wo ich gewesen bin, hat er schrecklich geschmeckt. Aber warum magst du ihn dann so sehr? Es ist schwierig, es zu erklären. Dass es so schlecht ist, macht es einfach, dass es besser schmeckt. Für mich gehört es mit dazu, am Strand zu sein. Du kannst nicht an den Strand gehen, ohne einen schlechten Ramen zu haben. Ich glaube, ich würde lieber etwas Leckeres essen. Also, da kann ich nicht drüber streiten. Aber an einem Strandcafé zu arbeiten, muss hart sein. Ja, den ganzen Tag in der Hitze arbeiten und sich Sorgen über die Kunden machen. Ich würde es lieben, zusammen in einem zu arbeiten. Aber mir würde es nichts ausmachen, mit dir zusammen in einem zu arbeiten. Die Arbeit wäre hart, aber es würde Spaß machen. Ich würde es auch machen, wenn es mit dir zusammen ist. Mach dir keine Sorgen. Ich würde dich vor all den komischen Typen beschützen, die dich anmachen werden. Meine Heldin. Noch ein Fragment für uns. Es glitzert hier jetzt aber nur, das können wir nicht einsammeln. Und ja genau, wir müssen noch das für Rena erledigen, aber mehr ist hier erstmal nicht angezeigt. Dann können wir natürlich noch Talente von den Mädels aufleveln. Noch ein Fragment-Slot. Das ist ein neuer Angriff. Kann ich einen Speerschuss? Was lerne ich denn? Das hat 5. Dann lerne ich mal hier diesen Injure Boost. Kann sie? Sie kann ihre HP erhöhen. Ich weiß gar nicht, ob man alles lernen kann oder nicht. Oh,
Und wir haben noch ein paar Fragmente hier zum Ausrüsten. Eine höhere Defensive und den Schaden, den man erhält, der wird reduziert. So. Dann war es das für heute. Wir sehen hier Kokoro im Hintergrund noch die Scheibe putzen. Und beim nächsten Mal werden wir dann in Shios Herzensort gehen. Macht's gut, ihr Lieben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.